Nee, gibt's tatsächlich nicht mehr. Das ist ja doof. Ja. Das Rest entlernen können nicht alle. Gibt's aber auch einfach keine Taste mehr für. Also habe ich nicht gefunden jetzt in der Tastenbelegung. Okay. Warte mal, das war aber auch, glaube ich, eine Mod im 17er, ne? Restentleerung. Das konnte das Spiel selber, glaube ich, auch nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war eine Mod. So, ich glaube, der Helfer ist auch schon wieder fertig. Da gehe ich jetzt mal nachschauen. Wobei, das Stück machen wir hier noch mal eben. So, gucken wir mal eben nach dem Helfer. Wichtigerweise. Da ist er. Eieieiei. Ist ja auch nicht gerade wenig. Dass noch kein Lely nicht gibt. Nee, den gibt's noch nicht. Aber es gibt schon die Mods für saubere Tiere. Was Wobei. saubere Tiere? Bitte? Ja, dass die keinen Dreck mehr machen. Ach so. Ist mir Aber. egal. Ja, ich finde es eher wieder langweilig, weil das dem Es ein gibt bisschen Arbeit abnimmt. eine Art Bürste. Das machst du am Frontlader vorne dran, da kannst du es wegkehren. Aha, das musst du aber auch wohin kippen, oder? Nee, das Nein, ist dann das nimmt die verschwindet dann mit der Bürste auf Bürste. und tut's entfernen. Das ist Verlust dann. Also ich werde es tatsächlich mit dem Kompaktlader immer schön sauber machen, wie sich das gehört. Ja, da Frontlader. Oder so einen kleinen. Ja, ich meine so einen kleinen. Da wären wir aber, weil ich hab jetzt geguckt, im Modhub gibt es ja diese JCB-Kompaktlader. Und ich denke mir, hab mir die ganze Zeit gesagt, warum gibt es die jetzt da drin? Die sind doch im Spiel drin. Und heute haben Paraderos und ich rausgefunden, die jetzt hier im Game drin sind, von vornherein, das sind gar keine JCB, das sind New Holland. Und die JCB, so wie sie im 17er waren, die gibt es jetzt noch als Zusatzinhalt. Die werden wir nochmal runterladen, weil die hätte ich, glaube ich, lieber als die New Holland. Ja. Fangen wir mal das Dreschen an. Ja, ich bin fleißig dabei, die Reste hier wegzudreschen. Du drehst auch schon, oder was? Ja, der Helfer hat bis jetzt die Meisterarbeit gemacht. Ich mache nur die Reste. Felder müssen ja leer werden, damit wir die pflügen können, grubben, kalken, was weiß der Geier, was da alles gemacht werden muss. Das wird. Das wäre. Aber gut was runtergekriegt. Knapp 30.000 Liter. Die wir direkt schon mal verticken können, Sojabohnen. Ich Weil dachte, wir du würdest einlagern. ja, Sojabohnen brauche ich nicht. Ich werde jetzt erstmal nur Sachen halt anbauen und also einlagern, was wir auch wirklich dann für unsere Tiere brauchen. Für die Pferde, für die Schafe und für die Kühe. Stroh brauchen die Schafe ja nicht, ne? Nein, aber die Nein. Pferde und die Kühe. Ah, Ja. jetzt habe ich das schon als Werkzeug. Schafe brauchen nur Wasser und Gras oder Heu. Also die sind wirklich pflegeleicht. Ich denke, das werden auch die ersten Tiere sein, die wir in Betrieb nehmen können. Habe ich schon in Betrieb. Hast du schon? Ja. Fleißig, fleißig. Ich bereite mich jetzt schon mal gleich auf die Schweine vor. Schon mal ernten.
Weizen. Alles braucht. Raps habe ich auch schon. Mhm. Kannst Soja abkaufen von mir für die Schweine. Ach nee, geht ja eh nicht. Er geht ja auch gar nicht. Ja, habe ich selber genug. Der da. So, Stroh brauche ich ja auch. Der GPS-Motorhund funktioniert dann aber überhaupt. Ja, das wäre schon toll, wenn der funktioniert. Alles Beta-Versionen. Diesen Kalkstreuer, den kleinen für den Dünger, den hast du voll ausgebaut, gell? Ja, glaube ich. Okay, mit 14.000 Inhalt. Glaube ich. Ja, okay. Müsstest du, wenn mal in der Garage gucken. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Nee, nur damit ich weiß, wie viel ich mir hole. Ja. Du hast wie viel Platz im Anhänger? 31.000, ne? Ja. Würdest du bitte bei Gelegenheit einmal hier vorbeifahren zwischen Feld 43 und 46 und den Überladewagen abfahren? Ich stell den hier mal so hin, dass du direkt drunter fahren kannst. Kann ich machen. Was für ein Feld war das? Zwischen 43 und 46. 43, 46. Okay, passt, mach ich. Ist das jetzt ausgeklappt, Tatsache? Kann man das noch steuern? Nö, das bleibt wohl so. Na dann. Sieht aber merkwürdig aus. So, dann mache ich diesen Anhänger hier nochmal voll und dann haben wir eigentlich genug, finde ich. Gibt das. Wie soll. Hä? 20. Ja. Wie soll denn das gehen? Also. Ein Stück. Gut, wer weiß. Keine Ahnung. Ein Stück. So, dann kann der Helfer nämlich schon mal anfangen mit dem nächsten Feld. Boah, der Drescher sieht aus, ne? Ein Feld und der sieht aus wie Schwein. So, Strohablage an. Müsste jetzt an sein eigentlich. Nein, ist nicht an. Jetzt ist es an. Und Helfer, fahr los. Ja, oder auch nicht. Der will, glaube ich. Wie will der denn fahren? Keine Ahnung. Boah, ist das schwer, den hier zu aktivieren, ne? Weil so will er nicht, weil er so nämlich ans Ende vom Feld fährt. Da muss ich den mal. Eieieiei. Ab und zu sind's launische Kerlchen. Na, da muss ich den mal irgendwo hier hinten weiter ansetzen, damit der überhaupt fährt. So ungefähr. Dann müsste er ja zumindest jetzt erstmal losfahren, bis zu der Kante, wo er kann. Ist ja jetzt nicht so weit. Alter. Zwei Päckchen noch. Das wird ja kritisch. Was mich mal interessiert, fährt der eigentlich auch jetzt alles kaputt, wenn der irgendwo ins Feld ballert? Der Helfer normalerweise nicht, nur wenn du drin sitzt. Also ich sitze drin, aber er fährt. Nein, nein, also wenn du fährst, meine ich. Nee, macht er zum Glück nicht. Ja gut, der ist hier ein bisschen beschäftigt, der fährt ziemlich komische Bahnen. Ich lass den mal. Ich bin auf dem Weg zum Hof, sobald ich ausgekippt habe, tanke ich den ab. Jawohl. Das ist heftig. Aus dem Ort raus verliere ich Vollgeschwindigkeit. Er geht auch bergauf. Bis auf 9 runter. Okay.
Wir brauchen stärkere Traktoren anscheinend. Oder wir müssen die Mod irgendwann vielleicht doch rausnehmen, wenn es zu brutal wird. Nee, finde ich ja Aber gerade zu brutal. ich finde es halt realistischer, wenn sie drin ist. Ja. Es verlangsamt zwar das gesamte Spielgeschehen, aber ja. So, 1 Stunde 30. Jetzt gibt es hier erstmal so einen kleinen Cut. Schon. Ja. Heftig. Mir kommt es vor wie 20 Minuten. Im Papierkorb. So, jetzt geht das hier weiter mit dem Pflügen. Achtzehn Uhr, wird bald dunkel. Befüllung starten. Zack. Oh Gottes Willen, ich hol Kalk. Ich mache jetzt zwei solche Josking-Anhänger voll und knall die ins Lager. Danach hole ich den Kalkstreuer, mache den einmal voll und bin immer knapp auf 50, knapp unter 50. Ich glaube, 18.000 gehen da rein. Könntest du 68.000 holen? Ja, 62 hole ich jetzt und dann mache ich den mal voll, dann Ja. sehe ich ja, was mir fehlt. Wobei, das Kalklager könntest du auch bis oben hin vollrotzen, weil Kalk werden wir jetzt auch noch viel verballern. Das wird viel weggehen. Ja. Dann mache ich drei solche. Ja. Ja, ich glaube, 100.000 gehen rein. Machst du ja Ja, drei Fahrten, dann müsste das eigentlich fast voll sein. dann habe ich mehr als voll. Beziehungsweise dann gehen die Mache ich drei 18.000 wieder Fahrten noch voll. raus. Also drei Ja. Fahrten gehen locker flockig. Ja, ich hole drei Fahrten und dann mache ich die anderen voll. So, ich bin auch gleich fertig mit dem ersten Feld pflügen. Also Saatgut und Dünger ist drauf. Das Jetzt ist hole ich den Kalk perfekt. und dann flüssig den. Also drauf, drin. Ja, Arbeit reißt erstmal überhaupt nicht ab. Ja, lieber so als Jetzt nichts zu tun, ja. genau. Kann ja auch, ja, wobei wird uns, glaube ich, weniger passieren. Bei so viel Feldern, da haben wir, glaube ich, immer was zu tun. Aber wie gesagt, mit der eigentlichen Feldarbeit von wegen dann vorbereiten, alle durchkalken und so. Und wir werden dann auch gucken, dass wir einfach, auch wenn nicht angezeigt wird, dass es gekalkt werden muss, werden wir gucken, dass es kalkt. Dass wir wirklich alle in einem Rhythmus haben. Dass wir immer so einen Kreislauf haben. Genau. Deswegen ich erstmal alle abgeerntet, alle durchpflügen. Da wirst du auf jeden Fall dann auch noch helfen können, weil ich denke mal, du wirst mit all den Aufgaben, was du auch immer gerade machst, deutlich eher fertig sein, als ich alle Felder gepflügt habe. Das auf jeden Fall. Pflügen dauert. Ja. Und da es hier nun eine relativ bergige Landschaft ist, kommt er auch nicht ganz so hundertprozentig schnell voran, wie er könnte normalerweise. Wobei, ja, bergab fahre ich 11 bis 12 km/h teilweise. Ich bin mit der ersten Ladung Kalk unterwegs. Ich freue mich schon auf die erste Häckselrunde. Ja. Da werden wir dann mal gucken, ob wir oder wie wir das machen. Weil was wir jetzt erstes, also als erstes sollten wir, glaube ich, tatsächlich dann, wenn wir anfangen mit Säen, die Wiese mal ansehen. Da müssen wir aber auch das Feld noch zusammenpflügen, die 29 und das Stückchen daneben. Ja. Und ein gerades Stück bei der 29, weil ich da ja ein bisschen am Rumbauen war. Und ein bisschen wollen wir auch noch abknipsen, also von der 29 müssen wir noch ein bisschen was überlassen, dass die Schweineställe da noch mit hin können. Okay, ich habe immer an der gleichen Stelle so einen kleinen Leck. Okay, Weil dann ist. der ist bei der Kreuzung, wenn ich aus dem Ort raus Richtung Hof. Sobald ich einlenke, macht es mit einmal so wupp, kleiner Ruckler. Dann ist das wahrscheinlich kartenbedingt. Dann ist da irgendwas.